Boah! Wo hast denn du dich versteckt, hä? Boah, shocking. Hey deutsche Feuergamer, ich bin DeLorean787 und nach einer kleinen Sommerpause bin ich wieder zurück in der virtuellen Realität. Ja, ich habe mir, wie ihr sehen könnt, die Oculus Rift S besorgt. Bin ziemlich begeistert von dem Gerät. Das Einzige, was ein bisschen stört, das sind die Schwarzwerte. Die sind jetzt nicht ganz so überragend. Liegt natürlich an dem Display. Und ich hätte jetzt gesagt, wir spielen mal eine Runde in DES zusammen. Denn hier sieht man ganz gut das Tracking. Das funktioniert einwandfrei. Und ich hätte gesagt, ich tauche mal ab. Bis gleich. So, Leute. Jetzt hat sich alles hier gefangen. Wunderbar. Dann lege ich mal die Schlaufen an. Die Controller, die fühlen sich ganz genauso an wie von der normalen Oculus Rift. Liegen genauso gut in der Hand. Und dass der Ring oben rum geht, ist absolut nicht störend. So, ich bin bereit und es geht los. Ja, indes ist definitiv noch hier so ein Dauerbrenner für mich. Macht immer wieder Spaß zu zocken. Habe ich ihn angelockt? Okay. Die Bogenschützen habe ich noch nicht gesehen. Naja. Ja Leute, es macht definitiv mehr Spaß in der höheren Auflösung jetzt mit dem besseren Display. Um einiges immersiver. Genau in solchen dunklen Szenen, da sieht man natürlich dann den Nachteil der Schwarzwerte, der schlechteren. Okay, hier ist nichts. Den da hinten holen wir uns auch noch. Ein bisschen zu hoch. Auf den Ritter. Okay, hier haben wir alles soweit. Dann geht's da weiter. Wir schauen jetzt aber erstmal noch darüber. Wir wollen ja möglichst viel killen hier. Wählt aber viel aus. Ich bin auch sehr von den Mikrofon begeistert. Hört sich echt top an. Kann man nicht maulen. Wow, Headshot. Oh oh. Ein Headshot nach dem anderen hier. Wunderbar. So, wir gehen mal hier weiter. Da kommt noch so ein hässlicher. Hey! Hast du gedacht, ich sehe dich nicht? Die Pfeile sind super. Die brauchen wir für den Endboss. Damit scheint der ziemlich easy zu gehen. Ich habe ihn zwar bis jetzt noch nicht geschafft. Was ist los mit dir? Kommt da gleich so ein hässlicher an. Da kommt er. Oh oh. Fuck you, man. Hat er mich voll getroffen. Oh, da ist noch ein Elektropfeil. Sehr nice. Manchmal hat man hier echt Runden, wo absolut gar nichts droppt. Wirklich nur Scheiße. Und dann hat man Runden, da droppen lauter schöne Sachen. Okay, dich legen wir da hin. Dann probieren wir hier gleich mal den Blitzpfeil aus. Okay, hier ist alles sauber. Die haben wir schon vorhin gemacht. Dann geht's hier weiter. Zack, zack. Haha, du stirbst. Sehr geil, die Blitzpfeile. Schießen wir da auch gleich einen vor. Wunderbar. Oh oh. Das war nix. Er wird getroffen. Sehr schön. Wie viel habe ich davon noch? 19 Stück. Dann gehen wir jetzt mal wieder auf den normalen Pfeil. So.
dann schauen wir da noch rüber. Wir brauchen Kills. Nein, daneben schießen sollte man nicht. Ja, super optimal. Boah, das war knapp, Leute. Ein Leben bis jetzt verloren. In your face. Voll daneben. Jawohl. Zweimal Headshot. So geht's natürlich am schnellsten. Oh no, da ist das Tor. Da gehe ich nicht rein. Scheiße, jetzt muss ich sie wieder genau in die Brust treffen. Ich treffe sie nicht. Fuck. Boah. Das hat jetzt das Leben gekostet. Wäre ich mal lieber nicht hier hochgegangen. Okay. Ich hoffe, es droppt ein bisschen Heilung. Dann geht's wieder da lang. Okay, da oben kommt der Shop. Das ist schon mal sehr gut. Da kann ich mir gleich einmal Heilung kaufen. Vielleicht mit viel Glück zweimal Heilung. Ich glaube aber, so viel Geld habe ich noch nicht. Zweimal Heilung wird es geben. Mal gucken, wie viel Geld ich habe. 3000 nur. Schlecht. Okay, einmal Heilung ist besser als gar nichts. Und wieder zurück. Einmal weit teleportieren. Zack. Okay, machen wir erstmal links. Das ist natürlich immer Optimalfall, wenn du den Ritter gleich wegkrittest hier mit dem Headshot. Das ist schlecht. Der ist aber auch echt weit weg. Jawohl! Und Heilung. Sehr geil, die holen wir uns erstmal. Oh, jetzt hat mich jemand gesehen. Frage ist, woher kommt der? Fuck. Wo hat der mich gesehen? Da drüben. Das heißt, er kommt von da. Normalerweise. Oh, der hat mich gesehen. Okay, ich glaube, sonst kommt keiner. Schaut ganz gut aus. Jetzt brauchen wir hier mal den Blitzpfeil. Oh nein, es war viel zu weit. Boah, scheiße. Heilung für den Arsch. Okay, den haben wir. Weiter geht's. Drei Leben nur noch. Optimalerweise sollten wir beim Boss volle Leben haben. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Fuck you. Ganze Horde da hinten, hä? Machen das alle? Schaut, glaube ich, gut aus. Du Scheiße. Der eine auch weg? Nein, da ist er. Ha! Gerade noch erwischt. Och, du Kacke. Aber da hinten ist Heilung. Sollte mich mal wieder ein bisschen besser positionieren. Ich habe gerade gegen meine Wand gehauen.
Ja, Leute, besseres Display ist definitiv mehr Immersion. Kann ich nur bestätigen. Wow! Okay, der kommt da nicht durch. Sehr geil. Der Pfeil wechseln. Okay, dann holen wir uns die Heilung, nachdem wir hier den Ritter und den scheiß Pokentyp wieder besiegt haben. Oh, das ist ein schwarzer Ritter. Fuck you, Mann. Bogenschützen haben mich noch nicht gesehen. Fuck, jetzt haben sie mich gesehen. Okay, noch ein paar hässliche hier. Dann holen wir uns mal die Heilung. Dann können wir unsere Elektropfeile da vorne wieder aufladen, habe ich gesehen. Elektro, sehr schön. Das ist alles frei. Da geht's weiter. Bam. Der langt. Dann wechseln wir wieder auf den normalen Pfeil. So, jetzt bräuchte ich dann nochmal einen Shop optimalerweise. Da oben kommt, glaube ich, auch einer. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Boah, wo hast denn du dich versteckt, hä? Boah, shocking. Okay, da war ich ja schon, da habe ich die Heilung gefunden, glaube ich. Okay, dann geht's da weiter. Jawohl, da ist der Shop. Sehr gut. Und da vorne sehen wir auch schon das Ziel. So, einmal Heilung. Sehr schön. Fast volle Leben wieder. Okay, weiter in Richtung Ziel. Okay, das reicht. Oh, das war knapp. Wieder wechseln. Die schildlosen Ritter, die sind mir definitiv lieber. Schauen wir mal, was uns da so erwartet. Ein hässlicher. Und ein Bogenschütze. Und noch ein hässlicher. Und noch ein hässlicher. Und ein schwarzer Ritter. Den machen wir jetzt hier wieder mit dem Elektropfeil. Komm, das überlebt er nicht. Überlebt er nie. Ha! Puh! Das war aber eine knappe Geschichte. Wir wechseln wieder auf den normalen Pfeil. Locken wir die mal an, solange noch hier die Elektrodinger da sind. Nein! Wer treffen kann, ist ein Vorteil in diesem Spiel. Und da kann ich auch gleich wieder meine Elektropfeile aufladen. Sehr geil. So, volle Leben. Elektro. Ups, das war ein bisschen zu weit. Okay, das sollte reichen.
Bam. Oh. Boah. Du Assi. Okay, das reicht auch. Jawohl. Die sind echt übermächtig, die Elektropfeile. Okay, dann gehen wir da weiter. Schwarzer Ritter. Hässlicher. Oh. Hey. Wieder ein Leben verloren. What the fuck, ein Elektropfeil nur noch. Das war jetzt ein bisschen verschwenderisch. Okay, hier sollte auch nichts mehr sein. Das schaut gut aus. Dann erledigen wir die noch. Wir wollen ja auch ein bisschen unser Highscore. Wow! Fuck you, man! Zwei Leben wieder verloren. Ne, drei Leben sogar. Oh, 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 Leute. Das könnte schwer werden. Fuck. Fuck. Okay. Scheiße. Gehen wir davor. So. Dann erledigen wir ihn eben so. Gar kein Problem. Da oben ist nochmal ein Shop. Das ist sehr nice. Dann holen wir uns da nochmal ein Leben. Und hoffen, wir kriegen auf dem Weg zum Boss auch nochmal ein Leben. Bin diesmal gut vorbereitet. Bis aufs Leben. Aber Pfeile sind super. Shit. Okay, wir nehmen uns nochmal hier die Fallen mit. Kann nichts schaden hier. So. 40 Stück davon. Das sollte auf jeden Fall reichen. Muss ich ihn dann nur noch schaffen. Und noch ein bisschen Heilung, wenn nicht schlecht. Nein. Wechseln. Das war ein stressiger Weg bis hierher. Da oben ist diesmal gar keiner. Hinten hat sich einer versteckt. Oh oh. Oh oh. Nicht gut, nicht gut. Weg. Auch noch ein schwarzer Ritter. Fuck you, Mann. Boah, das war knapp, Leute. War da nicht noch einer? Ne, es war der schwarze. Ritter. Fuck. Weg. Wo kommt der Ritter da? Braucht trotzdem noch ein Leben. Oh shit. Einmal noch. Jawohl. Spitzpfeile sind eigentlich auch nicht so verkehrt für den Boss. Könnte ich dann erstmal welche runterballern? Hm, muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Ja, wie wirst du hier hochkommen, Ritter? Hm? Boah!
Seit wann schmeißt der sowas? Kenn ich noch gar nicht. Wow, 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 wow. Ich hab nur noch 2 Leben. Ich glaube, das wird nix. Okay, aufladen muss ich nix. Warum droppt kein Leben? Das Spiel will nicht, dass ich diesen scheiß Boss schaff. Okay, wir gehen runter. Elektro. Das reicht. Okay, schon so tot. Machen wir hier einen schönen Weg. Dass wir mit Sicherheit nicht durchkommen. Oh. Sehr nice. Weiter. Okay. Wir haben's. Wir sind beim Boss. Mit 2 Leben. Wow. Das kann ja lustig werden. Anakim the Abominable. Abominable. Oh, da ist nochmal ein Leben. Großzügigerweise. Okay, wir brauchen den Pfeil. Wir sammeln das Leben ein. Und wir spicken den Weg. Komplett mit diesen Pfeilen. Mal schauen, ob das funktioniert. Okay, mal gucken, ob das reicht. Dann nehmen wir Elektro. Und runter. Oh, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass uns die hier nicht erledigen. Wow. Okay, das wird wieder nix. Leute, ich hab's wieder verkackt, wie immer. Aber war nicht schlecht. So, mal gucken, was wir hier an Punkten erreicht haben. 24.000 nur. War ich schon mal besser. Wie die Rekorde hier geschafft werden, keine Ahnung. Das ist echt freaky. Ich schau mal auf. Hallo? Ich will umschalten auf heute. Ah, hier, 24 Stunden. 3 Millionen, das ist echt krank. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich hoffe, es gefällt euch, dass ich wieder zurück bin. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da und vergesst bitte das Abo nicht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Ciao!